Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 13. Juni 2024 besprechen und wir fangen an in der Region Kharkiv, besser gesagt in der Richtung Lipetsk-Glubokie. Und hier haben die ukrainischen Streitkräfte einen weiteren Versuch gewagt, Glubokie anzugreifen. Wir haben ein Video erhalten, welches zeigt, dass die ukrainischen Streitkräfte mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen, unter anderem dem M113 sowie einigen BMPs und BTRs hier in dem Gebiet unterwegs waren. Und das war die 13. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Ich erinnere nochmal, wir hatten vor einigen Tagen einen weiteren Gegenangriff oder ein Antesten der Verteidigung, sage ich mal, eine gewaltsame Aufklärung im Westen von Glubokie gesehen. Dort haben die Ukrainer mit einem Bradley, wenn ich mich recht erinnere, auf die Verteidigungsstellungen der Russen hier im westlichen Teil von Glubokie geschossen. Und dort war es die 41. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Also wir sehen, die Ukrainer agieren hier mit mehreren unterschiedlichen Brigaden, unterschiedlichen Bataillonen. Und es sind jetzt wohl größer angelegte Operationen in diesem Gebiet. Die Russen haben natürlich vor einigen Wochen schon prognostiziert, dass die Ukrainer hier so viel Truppen gesammelt haben. Das können Sie natürlich sehen durch Satellitenbilder, durch Aufklärungsdrohnen. Im heutigen Zeitalter ist es natürlich nicht mehr so einfach irgendwo eine Menge von Truppen zu konzentrieren, um diese dann irgendwo angreifen zu lassen. Der Gegner hat eigentlich immer einen Vogel in der Luft, also eine Aufklärungsdrohne und kann dies beobachten. Das passiert auf beiden Seiten und deswegen sind die Truppen natürlich ein bisschen verteilter, damit genau sowas nicht vorhergesehen werden kann. Und in dem Zuge konnten die Ukrainer aber eine Waldlinie erobern, zurückerobern und hier einige Infanteristen absetzen und das Gebiet, welches sich hier befindet, sichern. Ansonsten ist nicht viel mehr Richtung Glubokie gesehen. Die Russen behaupten mittlerweile schon, also sehr viele pro-russische Quellen, dass diese Gegenoffensive gescheitert ist und dass bis auf einige Nadelstiche, welche geschehen sind in diesem Gebiet, nicht viel mehr passiert ist und nicht mehr passieren wird. Und die Gruppe Norden behauptet von sich, dass sie jetzt auch, wie soll man sagen, neu gruppiert hat und jetzt wieder richtig operieren will, also nach deren eigenen Aussagen. Und jetzt kommen wir in die Stadt Wowtschansk, besser gesagt in den Norden von Wowtschansk, alles was nördlich des Wowtscha-Flusses sich befindet. Dort finden aktuell die Kämpfe statt. Und ich möchte mit einer sehr interessanten Meldung beginnen von Deep State, welcher behauptet, also eine ukrainische Quelle, dass die Russen das Industriegebiet hier bereits eingenommen haben. Die Frage ist natürlich, wie sind sie da hingekommen? Wir haben keinerlei Bestätigung darüber, ob sich irgendwer in diesem Gebiet hier aktuell aufhält. Wir hatten das markiert als ukrainisch kontrolliert, weil die Videos, welche wir geolokalisieren konnten, dies so bestätigt hatten. Aber allem Anschein nach wird nicht das gesamte Gebiet hier in diesem grauen Teil von den Ukrainern kontrolliert und die Russen konnten wohl einige Soldaten, einige Infanteristen in dieses Gebiet schicken, welches das Gebiet dann umkämpft haben. Die Frage ist nur natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, 20, 30 Mann in diesem Gebiet sind, den Häuserkampf ausführen und dort einige Gebiete sichern können. Die Frage ist natürlich, wie werden sie unterstützt? Wie kann man Nachschub bringen, Munition, Männer, Soldaten evakuieren, welche verletzt wurden, welche eliminiert wurden? Das muss man natürlich alles bedenken und deswegen müssten die Russen schon eine sichere Route haben in das Industriegebiet. Aber sollte das jetzt alles stimmen und die Russen haben das alles, dann sieht es natürlich für die Ukrainer im nördlichen Teil nicht allzu gut aus, weil das Industriegebiet war eine von zwei Festungen, sage ich mal, der Ukrainer. Die andere Festung befindet sich weiter nördlich und dort ist die Hochhausgegend, die Zitadelle, wie sie auch viele nennen. Also die Russen kommen hier, wenn man halt den ukrainischen Quellen hier in dem Fall glauben möchte, voran. Dann gibt es weitere Berichte darüber, dass im östlichen Teil wieder weitere Kämpfe stattfinden. Jedoch kriegen wir sehr lange schon keine visuellen Bestätigungen über dieses Gebiet. Aber ja, die Ukrainer versuchen es wohl weiterhin in diesem Gebiet voranzukommen. Jedoch bis jetzt ohne irgendeinen sichtlichen Erfolg. Dann weiter nördlich von Wowtschansk kriegen wir Videos auch von ukrainischen Quellen, welche zeigen, dass das russische Pioniergerät hier in den Feldern weiterhin Schützengräben zieht und Verteidigungsstellungen baut. Und wir haben das schon öfter gesehen bei den Russen. Und egal, ob man jetzt pro-russisch oder pro-ukrainisch ist oder was auch immer, dann muss man schon sagen, also die Russen haben eigentlich schon ganz gut verteidigt letztes Jahr. Die Ukrainer sind halt so gut wie gar nicht vorangekommen, konnten da einige Quadratmeter erobern. Wenn man jetzt einmal vergleicht, dieses Gebiet, was wir hier sehen, das müsste schon mehr sein an Quadratmeter, was die Ukrainer letztes Jahr in der gesamten Sommeroffensive verbucht hatten. Also das können die Russen auf jeden Fall, das muss man schon so sagen. Und weitere Berichte gibt es darüber, dass die Russen weiter in den Osten hier vorstoßen und Richtung Bochkowie hier die Angriffe ausführen. Jedoch haben wir auch hierüber keinerlei visuelle Bestätigungen erhalten, welche irgendwas bestätigen oder widerlegen können.
Ansonsten wäre es aus der Region Kharkiv. Weitere Artillerieeinschläge konnten wir geolokalisieren. Und gucken uns einmal die russisch-ukrainische Grenze an. Dann sehen wir auch, dass im nördlichen Teil, also Richtung Sumy und alles, was nördlicher gelegen ist, von den ukrainischen FPV-Drohnen fokussiert wird und angegriffen wird. Hier wird vor allem das russische Equipment fokussiert angegriffen, unter anderem Artilleriesysteme sowie gepanzerte Fahrzeuge, LKWs, aber auch Antennen, Satelliten, alles, was für die Kommunikation zuständig ist, natürlich um die Russen dort zu verlangsamen und zu behindern an deren Operationen, welche sie dort in dem Gebiet planen. Jetzt kommen wir in die Richtung Kupiansk und hier haben wir einige Neuigkeiten erhalten. Ich muss dazu direkt sagen, wir haben nur eine einzige visuelle Bestätigung, die irgendeinen Vorstoß beweist. Und das ist ein Video von russischen Soldaten, wie sie Richtung Stepanowo-Selivki vorstoßen. Und es geht hier um diese Waldlinie, welche sich hier befindet, östlich von Stepanowo-Selivki. Weitere Meldungen von russischen Quellen erhalten wir, dass die Russen in den Westen vorstoßen, westlich von Orlyanka, also auch in die Richtung Stepanowo-Selivki. Okay, hier muss man auch sagen, mehr als Stepanowo-Selivki ist hier nicht. Pishane ist da noch, aber ja, eigentlich ist alles hier Richtung Stepanowo-Selivki, weil halt nur noch Felder folgen nach diesen zwei Dörfern. Und in Kislivka-Katirivka sollen die Russen weiter in den Süden vorgestoßen sein, wie wir hier sehen können. Dies bestätigt die Quelle, die Wannegans Stab, ein recht vertrauenswürdiger russischer Mapper, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Dann haben wir einige FAB-Einschläge gesehen in diesem Gebiet, aber ansonsten nichts weiteres Spektakuläres, was jetzt dort passiert ist. Dann kommen wir in die Richtung Siversk und es war eine sehr aktive Gegend. Die Russen haben einen Angriff gestartet und zwar im Wald und konnten hier die Straße überqueren. Jedoch ist unklar, wie weit sie gekommen sind, weswegen wir die Karte jetzt auch nicht weiter angepasst haben. Diesen Schützengraben müssten sie wohl jetzt haben, aber ja, kann man halt nicht bestätigen, weswegen wir die Karte diesbezüglich nicht anpassen werden. Dann aus Belagorovka kommt die Meldung, dass die Russen bereits weitere Felder erobert haben. Auch das Gipsabbaugebiet soll schon unter der Kontrolle der Russen sich befinden. Dies bestätigt ein prorussischer Mapper. Jedoch haben wir auch heute zwei Videos erhalten, wie die Tschetschenen hier in Belagorovka mit der Artillerie angreifen. Ich denke, es sind Archivaufnahmen, welche dort veröffentlicht wurden, weil, sagen wir mal so, hätten die Ukrainer hier eine Gegenoffensive gestartet und hätten Gebiete zurückerobert, dann hätten wir das auf jeden Fall mitbekommen. Aber kann natürlich auch sein, dass das einfach nicht durchgekommen ist und die Ukrainer hier einige Teile zurückerobert haben. Wir werden die Karte aber auch erstmal hier so lassen, wie sie ist. Die wichtigsten Meldungen aus der Richtung Siversk kommen aus der Richtung Wiemka und Rasdolivka. Fangen wir in Wiemka an. Hier hat Deep State auch bestätigt, dass die Russen weiter entlang den Eisenbahnschienen vorgestoßen sind und die ganzen Verteidigungsstellungen erobern konnten. Und aus Rasdolivka kam heute früh ein Video von einer ukrainischen Quelle, welche zeigt, wie die Russen hier mit einem gepanzerten Fahrzeug an den Stadtrand von Rasdolivka vorfahren. Die Infanterie konnte abgeladen werden und danach fährt das gepanzerte Fahrzeug wieder zurück, wird jedoch von einer Drohne zerstört. Und diesbezüglich haben wir dann auch unsere Karte angepasst, weil die Infanteristen konnten abgesetzt werden und konnten hier in Rasdolivka reinlaufen. Man muss sagen, es kam nicht allzu viel Gegenwehr von den Ukrainern. Man hat einige Artillerieeinschläge gesehen. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die Russen hier Stellung beziehen konnten. Man hat auch keine Schüsse gehört oder gesehen bei dem Video. Also scheint es so, als hätten die Russen hier irgendwo Stellung bezogen. Jedoch kann man jetzt nicht sagen, ob sie diese Stellungen halten werden. Da müssen wir abwarten, was in der nächsten Zeit noch kommt aus diesem Gebiet. Ansonsten wäre es das auch aus dieser Richtung. Aus der Richtung Chasavyar haben wir nichts erhalten. Wir wissen nicht, was passiert. Die Russen sollen nach Berichten, welche wir haben, in dem östlichen Teil von dem Mikrostadtteil Kanal weiter mit der Artillerie, so mit den FAB-Bomben angreifen. Jedoch fehlen hier die Videos, die das bestätigen. Ansonsten wäre es das auch aus dieser Richtung. Und jetzt kommen wir zu Avdiivka. Und aus Avdiivka haben wir wirklich eine Menge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach mal im Norden an, und zwar in der Nähe von Nowoalexandrivka. Hier bestätigt auch Deep State UA, dass die Russen weitere Teile südlich von Nowoalexandrivka einnehmen konnten. Und die ganzen Angriffe laufen jetzt auf das Dorf Losowatski zu. Also die Russen wollen auch hier ihre Gebiete erweitern, welche sie kontrollieren, und es finden mehrere Angriffe in diesem Gebiet statt. Und wie ich euch gerade schon am Beispiel Rasdolivka gezeigt habe, also hier laufen nicht 1000 Mann auf irgendeine Stellung zu oder hunderte von Panzern, sondern es ist halt der moderne Stellungskrieg, wie es schon jemand in den Kommentaren im letzten Video geschrieben hat. Hier geht es einfach darum, von Stellung zu Stellung vorzustoßen. Sehr grausam, sehr verlustreich für alle.
Also, sehr schrecklicher Krieg. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und diesbezüglich kann man halt schwer mit so vielen Leuten angreifen, wenn wir von solchen Operationen reden. Bei Novoalexandrivka, dann sind da nicht allzu viele Männer involviert. Nie mehr als dreistellig. Das ist schon sehr schwer bei so kleinen Dörfern. Die müssen ja natürlich irgendwo auch Deckung suchen, sich irgendwo verstecken, irgendeine Stellung halten. Wenn alle Stellungen schon besetzt sind, was sollen die denn machen? Sich unter eine ukrainische FPV-Drohne setzen oder was? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sind es immer sehr wenig Leute, welche involviert sind in diesen Operationen. Das wollte ich einmal anmerken hier am Rande. Und hier sind die Russen weiter vorgestoßen. Weitere Geländegewinne der Russen konnten wir auch hier geolokalisieren und auch ukrainische Mappe markieren. Südlich von Solovjove, dass die Russen Nowopokrowski komplett eingenommen haben. Und wir haben ein Video, welches zeigt, dass die Russen bereits hier ihre Fahne aufgehängt haben und damit bewiesen haben, dass Rodolivka komplett von den Russen kontrolliert wird. Dann weitere Geländegewinne konnten die Russen auch südlich von Nowopokrowski verzeichnen, entlang der Felder. Hier hat eine ukrainische FPV-Drohne die russischen Streitkräfte angegriffen, genau entlang der Waldlinien hier. Und somit ist der Fortschritt der Russen auch hier bestätigt. Und weitere Mapper markieren, dass nördlich von Nemyansk die Russen weitere Fortschritte gewinnen und auch hier weiter angreifen. Also, es ist eine sehr aktive Gegend, sogar nördlich von Nedajlowa passiert sehr viel. Laut Deep State, einer ukrainischen Quelle, sollen die Russen auch hier entlang des Wodjan, des Kalivka Reservoirs vorgestoßen sein, was dann natürlich für die ukrainischen Soldaten in Jasnobrodjewka gar nicht zugutekommt, weil diese natürlich nur noch eine von, also nur noch eine Straße haben, eine Route haben, mit der sie die Soldaten in dem Gebiet versorgen können. Also eine, von der wir wissen, kann sein, dass aus dem nördlichen Teil auch noch was kommt, was aber eher unwahrscheinlich ist. Wir wissen von dieser Route und gehen wir mal nur auf diesen Monat, die letzten 2 Wochen zurück, dann sehen wir, dass auch hier einige gepanzerte Fahrzeuge genau in diesem Gebiet zerstört wurden von den Russen. Und das waren alles natürlich Fahrzeuge, welche für die Rotation genauso wie für den Nachschub genutzt wurden, um die Soldaten Jasnobrodjewka zu versorgen, zu ersetzen, Verletzte zu evakuieren, Eliminierte zu evakuieren. Das muss natürlich alles weiterhin geschehen. Und diese Linie haben die Russen jetzt, sollte das stimmen mit diesem Fortschritt entlang des Kalivka-Reservoirs, dann haben die Russen die Route abgeschnitten und Jasnobrodjewka ist eine Sache von Tagen, bis dieses Dorf gefallen ist. Aus Krasnagarivka haben wir nichts erhalten, aus Georgivka wieder nichts oder ja, nichts ist gelogen. Weiter westlich haben wir aus einem Dorf in Hostre von den Satellitenbildern feststellen können, dass dort einige Brände stattgefunden haben. Auch in der Nähe von Georgivka waren einige Brände, jedoch ist unklar, wovon sie kommen. Wahrscheinlich von den Artilleriegeschossen, aber wir konnten dort keine Videos finden. Schon seit Wochen ist es ziemlich kritisch, was die Videos aus diesem Gebiet angeht. Richtung Vuhledar, Wodjana haben wir jetzt nichts erhalten. Auch in Richtung Udazhein, Staromajorsk war es recht ruhig, sage ich mal. Hier hat Deep State UA auch bereits seine Karte angepasst und den Russen zugeschrieben, dass sie hier diese Gebiete komplett kontrollieren. Aber laut Deep State kontrollieren die Russen immer noch nicht ganz Staromajorsk. Und da muss ich sagen, also an einigen Stellen zieht Deep State irgendwie, weiß ich nicht, manchmal 2 Wochen nach, manchmal ist er eine Woche voraus. Das ist, weiß ich nicht, das ist sehr komisch, was da teilweise passiert. Dann kriegen wir noch weitere Videos von den Aufklärungsdrohnen der Russen mit. Diese werden veröffentlicht und hier kann man auf jeden Fall ganz gut die Zerstörung sehen, welche der Krieg mit sich gebracht hat. Wir sehen, hier steht kein Stein auf dem anderen, alles ist zerstört. Wir sehen kein intaktes Haus in diesem Gebiet. Und ja, das sieht wahrscheinlich weiter nördlich nicht besser aussehen und in den Gebieten weiter südlich genauso wenig. Dann Richtung Gallipoli kam nichts, aus Rabotine kam auch nichts, einige FAP-Einschläge, aber jetzt nichts Wichtiges, sagen wir mal. Und Richtung Cherson waren die Ukrainer ziemlich aktiv mit den FPV-Drohnen wieder mal. Man hat von den einigen seit einer Woche, sage ich mal, recht wenig Aktivität mitbekommen und heute war wieder einer der aktivsten Tage an diesem Frontabschnitt. Ansonsten wäre es das erstmal von dem Frontbericht. Wir haben jedoch noch einige politische Ereignisse, welche recht wichtig sind, welche wir ganz kurz anschneiden werden. Und da geht es darum, dass die Holländer die F-16 wohl nach dem Sommer erst liefern wollen. Die Geschichte mit den F-16 Kampfjets ist ja so eine, ja, soll man sagen, die zieht sich ja schon sehr lange. Also mal hieß es im Winter, dann im Frühling, dann im Sommer, dann im Herbst, dann im Winter wieder. Also das zieht sich. Und die Frage ist halt, ob die Ukrainer wirklich die F-16 bekommen irgendwann. Und dann ist die andere Frage, wurden genug Leute ausgebildet? Gibt es genug Leute, die die Maschinen standhalten können? Weil die F-16 ist ein recht moderner Kampfjet, sage ich mal. In Anführungszeichen, der muss natürlich auch gewartet werden, die Teile müssen kommen und man muss natürlich auch Mechaniker haben, die das können, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich mich jetzt an ein Auto stelle, dann
kann man das Auto, glaube ich, direkt entsorgen. Dann, ich mache die Pferde alles kaputt machen, weil ich davon absolut keinen Plan habe. Und das gleiche wird bei einem F-16 Kampfjet natürlich auch sein. Wenn die Kollegen davor nur gewohnt sind, einer Su-25 rumzuschrauben, dann ist eine F-16 natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die zweite Sache, die Infrastruktur, wo will man die F-16 landen, wo man sie aufbewahren, weil die ganzen Flugfelder, welche modernisiert wurden für die F-16, die wurden von den Russen zerstört. Dann gab es weitere Aufnahmen, welche belegen, dass die Russen doch was in der Nähe von Kiew getroffen haben. Und hier war wohl ein Flugfeld am Brennen. Die ukrainische Feuerwehr versucht hier das Feuer mit 226 Einsatzkräften zu löschen. Bezüglich des Schadens haben wir aber nichts erhalten. Dann weitere Blackouts in der Ukraine und die BBC titelt, dass im Winter bis zu 20 Stunden kein Strom am Tag da sein werden, was natürlich sehr, wie soll ich sagen, ein ziemlicher Nachteil für die Ukrainer ist, wir werden eine sehr hohe Unzufriedenheit haben in der ukrainischen Bevölkerung. Sehr viele Flüchtlinge werden wir haben, Binnenflüchtlinge in der Ukraine sowie Flüchtlinge dann nach Europa natürlich, weil da sind natürlich auch Kinder, Familien, sehr viele Familien, welche natürlich wollen, dass die Kinder nicht die ganze Zeit frieren. Und im Osten, sage ich mal, ist der Winter ein bisschen härter als bei uns. Also da kann schon mal minus 10, minus 20 Grad werden. Das sehen wir hier in Deutschland tatsächlich etwas weniger, wenn wir ehrlich sind. Also so kalt ist es bei uns nicht im Winter wie bei denen. Deswegen verstärkt das die ganze Situation. Dann nochmal muss man halt gucken, wie man das irgendwie regeln kann. Aus der europäischen Sicht natürlich, so viele Dieselgeneratoren wird es nicht geben, um hier die ganze Bevölkerung zu versorgen mit Wärme, mit Elektrizität etc. Und die Russen hören natürlich nicht auf. Die werden noch weitere Angriffe starten und weitere Kraftwerke zerstören, weitere Infrastruktur, weitere Logistik zerstören, damit diese 20 Stunden irgendwann 24 Stunden werden. Und ich denke auch, dass die Russen zum Teil auch auf den Winter setzen, dass dann die hohe Unzufriedenheit in der Ukraine kommt und die Leute sich langsam ein Ende sehnen für den Krieg irgendwo und dass man dann beispielsweise dann Gebiete abgibt an Russland, damit der Krieg dann irgendwann beendet gibt oder dann Garantien gibt, dass man nicht der NATO beitritt, sowas halt beispielsweise. Dann hatten wir auch sehr oft die Thematik mit der 79. Brigade, welche in der Nähe von Konstantinivka operiert, auch Richtung Wodjane, Ugledar, diskutiert, dass die unseren Job da machen und sehr viele Informationen einfach publik machen auf ihrem Telegram-Kanal, die eigentlich so niemals von denen hätten an die Öffentlichkeit kommen müssen. Beispielsweise, dass der 235. Bataillon nicht mal kampffähig ist, weil so viele Leute umgekommen sind und dass die Leute Befehle verweigern. Also, dass sowas geht, kann man einfach nicht posten als Kommandeur oder als PR-Mensch, was auch immer, wer das war. Und jetzt gibt es halt ein Gesetz in der Ukraine, dass jetzt alles zentral abgestimmt wird, was nach außen kommuniziert wird. Also wir werden sowas jetzt erstmal nicht sehen. Die ganzen Kommandeure, Brigaden werden jetzt auch keine Interviews geben. Keine, die nicht zentral abgestimmt sind mit der ukrainischen Regierung. Und ja, Center for Strategic Communication nennen sie das hier auf Englisch, also gibt es wohl auch eine eigene Behörde extra dafür. Dann weitere Sicherheitsgarantien mit den USA ist jetzt aber meines Erachtens nach nicht allzu wichtig. Und dann haben wir noch einige Meldungen aus Polen und hier geht es um das Patriot-System, was die Polen nicht in die Ukraine schicken wollen. Hier sind sie am Zweifeln, also sich am Drehen, sage ich mal, umgangssprachlich und versuchen der Situation zu entkommen. Jetzt will der Verteidigungsminister von Polen, wie ich das verstanden habe, mit dem Austin reden, mit dem Austin Lloyd, dem Verteidigungsminister der USA, wie man die Situation irgendwie regeln kann. Weil gucken wir uns einmal die Karte an. Wir sehen, dass Polen direkt an Belarus grenzt, an Weißrussland grenzt und dass Weißrussland jetzt nicht gerade schlechte Beziehungen mit Russland pflegt, das ist natürlich klar und sollte dann jetzt nur einen hypothetischen Riesenkrieg ausbrechen zwischen Ost und West, dann wird Belarus natürlich der Seite Russlands beistehen, alleine wegen Kaliningrad, welches sich da befindet. Allein deswegen hat Russland ein sehr großes Interesse daran, mit Belarus sehr gut befreundet zu sein und werden natürlich auch einen Präsidenten dort haben, der Russland gesinnt ist. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und diesbezüglich haben die Polen dann auch sehr große Probleme damit, diese Systeme dort abzugeben an die Ukraine, weil sie dann selber keine haben, falls aus Belarus irgendetwas kommt. Dann kam aus Saudi-Arabien noch die Meldung, dass sie den Dollar ablehnen werden für ihre Ölgeschäfte. Da werden ja mal so Verträge geschlossen, dass das Öl dann in Dollar gehandelt wird. Und am 9. Juli soll das wohl auslaufen und die Araber werden das nicht verlängern. Aber ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. Ich bin zwar Wirtschaftswissenschaftler, aber jetzt kein Volksökonom oder so, dass ich da hier irgendwas
irgendwas dazu sagen kann, prognostizieren kann. Deswegen werde ich das einfach so stehen lassen. Das werden andere Leute machen. Ansonsten wäre es das von heute. Ich hoffe, das Video ist euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.